Also, du hast nicht zu viel versprochen, der Reutener Weihnachtsmarkt. Also, umwerfend. Und Franz, ich verrate jetzt ein Geheimnis. Ich weiß einen super Trick gegen kalt. Du musst eine Feuerzangenbowle trinken, einen Glühchen, einen Hot Aperol, einen ganz normalen Glühwein und am Ende ist der gar nicht mehr kalt. Das kann ich mir vorstellen, weil dann merkt man eh nichts mehr. Ja, eben. Na, Spaß beiseite, aber probier das alles einmal. Werden wir machen. Ja, der Winter ist ja lang. Ja, eh. Die Weihnachtsmärkte sind ja jetzt zu Ende so quasi. Aber vielleicht kriegt man sowas auf der Skihütte oder dergleichen auch, oder? Bestimmt. Oder sonst machst du da daheim selber. Ist doch auch fein. Gute Idee. Genau. Ja, dann machen wir weiter im Programm. Am 7.12. hielt der Tourismusverband Naturparkregion Reute seine heurige Vollversammlung in der Ehrenberg Arena ab. Während Hermann Rupp als Obmann erneut bestätigt wurde, hat sich Armin Walch nach 35 Jahren von seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender nun zurückgezogen. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde auch ein Jubiläumsfilm von Robert Eder, den Runimation Studios, präsentiert, der die Entwicklung der Region seit der Jahrtausendwende eindrucksvoll darstellt. Und genau diesen Film dürfen wir euch erst hier auf RE1 zeigen. Freuen wir uns. Schauen wir uns an.